An der Wall Street und den anderen Aktienmärkten sehen wir heute viel Rot und das hat vorwiegend drei Gründe. Erstens China, die super schwachen Zahlen, die stören so ein bisschen das Narrativ der unglaublich weichen Landung aller Wirtschaften, vor allem der amerikanischen Wirtschaft. Was, wenn der Koloss China nicht auf die Beine kommt, sondern weiter schwach bleibt, dann wird das ein Riesenbelastungsfaktor, den die Amerikaner sich auch selbst zuzuschreiben haben, ein Stück weit zumindest, denn die versuchen ja, den Aufstieg Chinas etwa im Chip-Bereich zu verhindern. Zweitens haben wir dann die Bankenabstufung, erstens durch Moody's, zweitens die Aktion der italienischen Regierung, die mal eben 40% Gewinnsteuer einbehalten will von den italienischen Banken wie UniCredit und wie sie alle heißen. Das alles zeigt, vor allem die Abstufung von Moody's, dass die Bankenkrise eigentlich noch nicht wirklich vorbei ist, nach wie vor natürlich virulent schwelt, denn nach wie vor sind die Zinsen sehr hoch, nicht niedriger geworden. Zweitens fließt nach wie vor sehr viel Geld in die Geldmarktfonds oder eben in Anleihen, sodass tendenziell das Geschäft der Banken schwieriger wird, jetzt auch mit der Reinvertierung der Zinskurve. Und drittens, dann sehen wir eine gewisse Enttäuschung in Sachen KI nach den Zahlen von Palantir mit der Frage, naja, diese ganze Euphorie scheint sich bisher nicht so richtig in Zahlen, in Gewinne umsetzen zu lassen, aber eins nach dem anderen. All das, was Sie hier sehen, ist ziemlich viel Rot, mit der Ausnahme vielleicht von Eli Lilly, Amgen, also Pharmaaktie. Wir sehen Energie negativ. Wir sehen die Tech-Werte negativ, also die Banken vor allem links unten negativ, kaum Pluszeichen hier also zu sehen, relativ breite Schwäche also am Markt. Und das in einer Situation, in der erstens die Positionierung extrem hoch war von institutionellen Investoren, von Privatinvestoren. Rechts etwa sehen wir mal die Bullen. AAII Bulls Monthly Chart, da ist die Stimmung ja immer euphorischer geworden. Dann sehen wir bei Investoren, institutionellen Investoren, eine extrem hohe Positionierung, sodass dann Goldman Sachs am Freitag bereits gewarnt hatte, Fade the Green, geht raus mit Gewinnen oder solange die Geschichten noch grün sind, eben wegen der Positionierung und wegen Liquiditätsthemen, weil eben im August tendenziell Geld von den Aktienmärkten abfließt und betroffen vor allem hier diese sogenannten CTAs, also die Commodity Trading Advisor, unabhängige Vermögensverwalter in den USA, die Oberkante, Unterlippe auf der Long-Seite sind. Und wenn die Volatilität ansteigt, der Druck nach unten kommt bei den Aktienmärkten, dann müssen die verkaufen aufgrund ihrer Systematik. Daraufhin hat, oder das hat Goldman Sachs klar herausgearbeitet. In allen Fällen, so hat man hier gezeigt, selbst wenn die Aktienmärkte steigen, werden die zumindest ganz leicht verkaufen müssen. Also das sind hier zunächst mal also die Faktoren, drei Belastungsfaktoren, die dann auf eine euphorische Positionierung und eine nach wie vor euphorische Stimmung treffen. Und wenn wir ehrlich sind, es war ja nicht der breite Markt, auch wenn wir zuletzt eine Verbesserung der Marktbreite des Breadth gesehen haben. Aber wir sehen hier den Equal Weight Index, der sein Hoch, das er gemacht hat, oder das, der nicht ein neues Hoch erreicht hat, anders als der S&P 500, eben wegen dieser KI-Euphorie und den sieben Magnificent Aktien und den Tech-Schwergewichten, die aber nicht mehr so richtig gut laufen, wie eine Apple, wie eine Microsoft vor allem, die beiden Dickfische schlechthin. Also wir sehen, dieser Bullenmarkt ist in der Marktbreite nicht bestätigt worden, sonst hätte der Equal Weight S&P 500, also der Index, wo alle Aktien gleichgewichtet sind, ein neues Hoch machen müssen. Und dann kommen wir zu dem Optimismus, der ja auch im Soft Landing Bereich der Fall ist. Also man glaubt an die wundersame, super weiche Landung, als wäre es nicht jedes Mal so gewesen, dass wenn die Zinsen schnell und hoch steigen, eine Rezession folgen würde. Jim Cramer, mein zweitbester Freund, der sagt, also ich sehe mehr Positives als Negatives in den Märkten, vor allem, weil wir Wachstum haben mit geringer Inflation, also auch der Glaube, dass die Inflation nach unten kommt. Dann sehen wir so Artikel, the economy is great, stop worrying about it. Aha. Macht euch keine Sorgen um die US-Wirtschaft. Heute haben wir neue Zahlen von den Importen und Exporten bekommen aus den USA. Und die Importe sind so stark geschrumpft wie selten. Zuletzt 2021, und ich hatte diese Grafik schon mal gezeigt, reale Importe, wenn die ins Negative drehen,
dann sagt das etwa, nämlich, dass die Wirtschaft wenig Nachfrage hat. Wir haben vor allem weniger Rohstoffimporte und wir haben vor allem weniger Importe aus China. Also dieses Decoupling, diese Entkoppelung, die hier der Fall ist zwischen den Wirtschaften. Und hier sehen wir das Drama. Über 20% sind die Exporte Chinas etwa in die USA zurückgegangen, um und bei 20% in die EU. Also das ist schlichtweg eben diese Entkoppelung, die dazu führt, dass eben diese Chimerica, wie man früher gesagt hat, also diese mindestens wirtschaftliche Allianz, die politische war ja nie da, aber dieses Zusammenspiel zwischen den USA und China, die Amerikaner haben die Weltleitwährung, exportieren Dollars, importieren dafür Waren aus China billig. Das hat ja jahrelang sehr gut funktioniert, ist aber in vielen Bereichen nicht mehr gewünscht. Vor allem im Chip-Bereich ist das nicht mehr gewünscht. Und wenn wir uns China mal genauer anschauen, dann sehen wir, die Exportpreise in China fallen. Warum? Weil eben die Chinesen vorwiegend jetzt nach Russland exportieren. Aber die Russen können und wollen weniger zahlen als die Europäer und die Amerikaner. Und dementsprechend sinken die Preise, müssen die Chinesen die Preise senken. Warum konkurriere ich, wie Diego Fasnacht hier schreibt, mit dem Preis, wenn ich dringend Cash benötige? Exactly. Und eigentlich müssten die Chinesen ihre Währung abwerten. Aber das macht einen schlechten Eindruck. Man hat jetzt extra den Notenbankchef ausgetauscht, um die Abwertung des Yuan zu stoppen. Würde man jetzt, wie glaube ich im August 2015 war es, mit einem Bumsschritt sozusagen den Yuan abwerten, dann wäre die Folge eine weitere Kapitalflucht aus dem Reich der Mitte. Wir wissen noch nicht, wann sich die größte Blase der Weltgeschichte, nämlich der chinesische Immobilienmarkt, auf dem wesentlich das Wachstum Chinas in den letzten Jahren basierte, immer höhere Preise, die immer mehr Leute reich machte, die bereits dann Immobilien besessen haben. Wir kennen das aus der Immobilienblase in den USA. Was passiert, wenn da mal die Dinge schwieriger werden und die Regierung nicht mehr richtig dagegen steuert? Wir sehen schon, dass zum Beispiel Country Garden, größte private chinesische Immobilienfirma, jetzt Zinszahlungen nicht leisten konnte. Die Chefs von Country Garden waren auch nicht eingeladen bei Veranstaltungen zuletzt. Das heißt, die lässt man wahrscheinlich hängen erstmal. Und wir sehen, dass die ausländischen Direktinvestitionen in China deutlich eingebrochen sind. Das heißt, China kann kein ausländisches Geld mehr so richtig anlocken. Und damit ist China in gewisser Weise das große Opfer des Ukraine-Kriegs, könnte man sagen, denn plötzlich sind geopolitische Risiken immer virulenter geworden, immer mehr im Bewusstsein der Anleger angekommen, so wie man sich gesagt hat, naja, du hast russische Aktien und plötzlich sind die nichts mehr wert, was ist, wenn China Taiwan erobert, dann haben wir ein Riesenproblem, da investieren wir lieber nicht, also das zeigt, dass da wirklich die Dinge schwierig sind in China. Wir haben eine demografische Schrumpfung der Bevölkerung. Wir haben einen Xi Jinping, der auf Staatsunternehmen gesetzt hat, der im Grunde die freie Marktwirtschaft in China weitgehend kaputt gemacht hat und auf Staatssozialismus wieder umgeschaltet hat. Das kann und wird nicht funktionieren. Und das sehen wir bereits. Und dann haben wir eben zweiter Belastungsfaktor hier, diese Bankengeschichte. Wir sollten nicht vergessen, dass wir in diesem Jahr die zweit-, dritt- und viertgrößte Bankenpleite in der Geschichte der USA erlebt haben. Und nach wie vor sind die Zinsen hoch und jede Zinserhöhung erhöht den Anreiz für Einleger, ihr Geld abzuziehen, wie wiederum Diego Fasnacht hier richtig konstatiert, und direkt im Staat zu leihen, also zum Beispiel Anleihen zu kaufen, kürzerlaufende Anleihen zu kaufen, die wahnsinnig gut verzinst sind. Jede Zinserhöhung erhöht die Wahrscheinlichkeit von Zahlungsausfällen, exactly the case. Und wir sehen, dass heute Banken unter Druck sind, nachdem Moody's eben 10 Banken abgestuft hat und weitere Abstufungen angedroht hat. Das ist nicht die Champions League, das sind nicht die JP Morgans und die Bank of Americas, aber wir haben gesehen, auch die sind dick im Minus. Und dann dritter Belastungsfaktor, Palantir, dieses Tech-Unternehmen aus den USA. We are not impressed, so hat Citigroup die Prognosen für die weitere Geschäftsentwicklung zusammengefasst. Wir sehen die Aktie über 7% im Minus. Also irgendwie scheint die Transformation zwischen KI, Euphorie und Umwandlung mit oder die Monetarisierung in gewisser Weise der KI nicht so zu laufen, wie man sich das vorgestellt hat. Das heißt, man hat ja die Börsenkurse von allem in die Höhe gejazzt, und meine Kritik daran ist, oder dass ich sage, es ist eine Blase, weil eben praktisch alle Aktien, die irgendwas mit Tech zu tun haben, gestiegen sind. Und wenn wir uns an die Einführung des Internet erinnern, dann waren ja da auch unglaublich viele Hoffnungswerte, aber die allermeisten
meisten sind zugrunde gegangen, wenige sind übrig geblieben und waren die großen Gewinner. Warum ich das Ganze also als KI-Blase bezeichne, ist nur deshalb, weil praktisch alles nach oben gejazzt wird, statt eben sich bewusst zu sein, dass wie damals mit Einführung des Internets das zwar ein Gamechanger ist, aber viele Geschäftsmodelle möglicherweise auch kaputt gehen. Also praktisch diese kreative Zerstörung, wie Schumpeter sie genannt hat, viele Firmen wohl auch kaputt machen wird. Wir haben jetzt übrigens gesehen, dass Palantir Aktien zurückkaufen will im Volumen von 1 Milliarde Dollar, nachdem sich die Aktie mal eben verdreifacht hat. Warum hat man nicht vorher eigene Aktien zurückgekauft, als es viel billiger war? Das ist die ewige Frage an der Wall Street. Aber nochmal zurück zu dieser Bankenthematik, zu den Zinsen. Hier sehen wir, gestern Abend hat man noch für eine dreimonatige Staatsanleihe in den USA 5,56% bekommen, höchster Stand seit 2000. Damit ist eine Alternative für die Aktienmärkte eben gegeben. Wir sehen an den Anleihenmärkten wilde Schwünge. 1. August bis 4. August, wie Jim Bianco hier zeigt, haben wir 3 Tage, ist es 26 Basispunkte nach oben gegangen, dann zwischen 4. und 7. August 22 Basispunkte nach unten, und das sind große Bewegungen an den Anleihenmärkten. Heute die 10-jährige US-Staatsanleihe kurzfristig mal unter die 4%-Marke gefallen. Demnächst, meine Damen und Herren, wird eine Auktion, nämlich heute eine Auktion von US-Staatsanleihen passieren. Man hat heute seitens der US-Regierung gesagt, ja, wir werden diese kurzlaufenden Anleiheemissionen in höherem Volumen machen. Man nimmt also nochmal mehr Schulden auf oder will mehr Schulden aufnehmen. 103 Milliarden Dollar werden jetzt mal in kurzlaufenden Anleihen emittiert. Und das ist das Grundproblem derzeit, dass sozusagen diese exzessive Verschuldung nur funktioniert, wenn wirklich das Wachstum da ist. Das Wachstum ist aber künstlich, vor allem durch die Regierung, eben auf Pump erzeugt. Jetzt haben wir hohe Zinsen. Jetzt kostet dieses Pumpwachstum eben wahnsinnig viel Geld, weil die Zinsen so hoch sind. Und hier sehen wir das 1 Billion Dollar. Im Jahr, und die Zinskosten werden für die USA auf 4,4% steigen, dem höchsten Stand seit 30 Jahren. Und die Wahrscheinlichkeit einer Rezession ist immer noch ziemlich hoch. Und wie willst du dann wieder stimulieren, wenn praktisch schon jetzt die Verschuldung schon so exzessiv ist? Und das zeigt, dass die Geschichte schwierig werden könnte, dass das Wirtschaftswunder, das die Amerikaner erlebt haben, eben wahrscheinlich so nicht wiederholbar ist. Zumal wir klare Anzeichen haben für ein Wiederaufleben der Inflation, Energiepreise, Rohstoffpreise. Vieles ist nach oben gegangen. Andreas Denno Larsen zeigt hier 11 Charts, die zeigen, dass hier möglicherweise da eine Überraschung passieren könnte. Am Donnerstag kommen ja die Zahlen. Es ist vor allem die Energieinflation, die hier eine höhere Inflation zum Vormonat nahelegt. Etwa 0,4% könnte es kommen. Die Märkte rechnen mit 0,2% am Donnerstag. Wir werden sehen, aber wir sehen auch July NAB Survey. Also praktisch Umfrage unter kleineren Unternehmen, sehen wir Purchase Costs, wir sehen Labor Costs vor allem, die deutlich nach oben schießen. Eigentlich alle Kategorien, die vorher nach unten gegangen sind, die gehen jetzt wieder nach oben. Dementsprechend werden wir wahrscheinlich einen Wiederanstieg der Inflation erleben, nachdem wir den Tiefpunkt jetzt bei den Juni-Zahlen gesehen haben, weil der Basiswert eben damals so hoch war, 9,1%, die Inflation im Juni 2022. Das so eben zu toppen, ist unglaublich schwer. Die Hoffnung besteht jetzt darin, dass die Mietpreise, dass alles, was mit Wohnen, mit Wohnungen zu tun hat, mit Immobilien zu tun hat, dass das abkühlt. Die Fed hat gestern, die San Francisco Fed, hier gesagt, die Shelter Inflation, die dürfte geringer werden und dann im Jahr 2024 möglicherweise sogar negativ werden. Und Housing, da sind auch Energieaspekte drin, ist 45% des CPI, also 45% der Inflationsberechnung, ganz, ganz wichtig. Also das muss die Hoffnung derjenigen sein, dass die Inflation nicht weiter aus dem oder erneut aus dem Ruder läuft. Harker von der Fed hat jetzt erstmal gesagt, oh, wir könnten doch mal gucken und die Zinsen vielleicht erstmal jetzt auf diesem Niveau lassen und dann lange auf diesem Niveau lassen. Wir werden sehen, was da an Daten reinkommt. Aber Williams von der New York Fed hatte sich schon so ein bisschen geäußert. Bowman dagegen hatte gesagt, auch von der Fed, die Dame hatte gesagt, also 1 bis 2 Zinsanhebungen müssten mindestens noch erforderlich sein. Also die Fed ist innerlich gespalten. Kommen wir in ein anderes gespaltenes Land, which is Germany, meine Damen und Herren. Wir sehen
oder haben gestern ja gesehen, die schwachen Umsatzzahlen von BioNTech, nachdem hier Corona irgendwie nicht mehr so ganz en vogue ist. Jetzt sehen wir, BioNTechs Umsatzrückgang entspricht minus 0,33 vom deutschen BIP. Wir haben ja gesehen, wie damals, als BioNTech so super lief, so wahnsinnige Umsätze gemacht hat, das zum deutschen BIP maßgeblich beigetragen hat. Jetzt könnte es sein, dass das uns wieder in die Rezession reinschießt, nachdem wir ja zwei Quartale negativ waren, ein Quartal 0,0 Wachstum hatten und all das gefördert natürlich durch grandiose Wirtschaftsminister wie Roberto Habeckino, der gesagt hat, also ich rechne mit üppigsten Investitionen, nachdem TSCM jetzt genehmigt wurde mit Milliardensubventionen. Wir sehen, dass Kapital seit 2 Jahren konstant aus Deutschland abfließt, Infrastruktur, Bürokratie, eine etwas fragwürdige Energiepolitik. Mein Kollege Claudio Kummerfeld fragt, deswegen kann man diese Aussage shorten. Ich frage mal für einen Freund und er ist versucht jetzt auch an The Big Short zu denken. Ich werde eine Bank suchen, so das Zitat aus The Big Short, die mir dafür ein Wertpapier macht und das werde ich dann kaufen. Damals waren es die Credit Default Swaps, also die Kreditausfallversicherungen. Gibt es eine Bank, die als Stillhalter einen Put für dieses Statement von Habeck emittiert? Mal gucken, was wir da machen können. Jedenfalls Robert Habeck erkauft sich 2-mal Wettbewerbsfähigkeit für 15 Milliarden Euro. Das sind keine Investitionen in dem Sinn, das sind Subventionen. Und ich kann nur empfehlen, eine Generalabrechnung damit mal zu lesen. Meines Kollegen, erste Artikelempfehlung, zweite Artikelempfehlung, die USA auf dem Weg zur Japanification, also auf dem Weg wie Japan zu werden, null Wachstum, extreme Verschuldung, höhere Schulden, weniger Wachstum, denn immer mehr Geld muss in den Schuldendienst gehen, kann nicht mehr investiert werden, das hemmt Wachstum. Zweite Empfehlung, auch ein großartiger Artikel und zuletzt dann dieser Italien-Schock. 40% Sondersteuer für Banken in Italien, das entspricht etwa wahrscheinlich, was man da als Staat Italien einnimmt von den Banken, 0,3% des Steueraufkommens, ist also nicht ein wirklicher Faktor, könnte aber dazu führen, dass die italienischen Banken in echte Schwierigkeiten kommen, nicht mehr in dem Umfang Kredite vergeben werden, etc. etc. Also diese drei Empfehlungen, meine Damen und Herren, ich sage Servus, ciao.